Wird es nicht Jahre nach dem Krieg unglaublich erscheinen, wenn wir erzählen, wie wir Juden hier gelebt, gesprochen, gegessen haben? Unglaublich? Nein. Nicht unglaublich, Anne. Eher unwirklich. Wie ein Traum. Ein böser, schwarzer Traum. Dein Tagebuch, Anne, bringt die Zeit zurück. Lässt den Traum Wirklichkeit werden. Bedrückende, beängstigende Wirklichkeit. Welch ein Volk, diese Deutschen. Und dazu gehörte ich auch einmal. Jetzt hat Hitler uns schon lange staatenlos erklärt. Wer meine bisherige Lebensgeschichte nicht kennt, könnte mein Tagebuch nicht verstehen. Darum will ich sie erzählen. So ungern ich es auch tue. Meine Eltern lebten in Deutschland, in Frankfurt. Dort wurde 1926 meine Schwester Margot geboren. 1929 folgte ich. Weil wir Juden sind, emigrierten wir 1933, als Hitler an die Macht kam, nach Holland. Vater wurde in Amsterdam Direktor einer kleinen Firma. Er hatte nur 4 Angestellte: Herrn Kopys, Herrn Krahler, Elli und Mieb. Bis 1940 ging es uns gut. Dann kam der Krieg, dann die Kapitulation, dann die Deutschen. Ein Gesetz folgte dem anderen, speziell für die Juden. Sie mussten den Stern tragen, ihre Fahrräder abgeben. Sie durften nicht mehr mit der Straßenbahn fahren, von Autos zu schweigen. Nicht mehr nach 8 Uhr abends auf die Straße, weder ins Kino noch ins Theater gehen, keinen Sport mehr treiben, nicht mehr Christen besuchen. Vater musste aus dem Geschäft ausscheiden. Der Druck, unter dem wir lebten, wurde immer größer. Wir konnten so wenig tun. Gewiss, es gab Widerstand. Als die Deutschen zum ersten Mal, das war 1941, ja, im Februar 1941 trieben die Deutschen zum ersten Mal in Amsterdams Straßen Juden zusammen. Es kam zum Streik. Keine Eisenbahn fuhr. Keine Straßenbahn, kein Bus. Es war sehr still in Amsterdam. Beklemmend still. Nach 3 Tagen brach der Streik zusammen. Die Deutschen hatten die Macht. Auch als sie euch befahlen, den Stern zu tragen, gab es Widerstand. Viele Christen trugen den Stern. Oder gelbe Blumen. An vielen Mauern leuchteten große gelbe Sterne. Euch zu Ehren. Aber wir konnten es nicht verhindern, das, was auf euch zukam. Wir konnten nur versuchen, zu helfen, Verstecke zu finden, Untertauchmöglichkeiten, Möglichkeiten zum Überleben. Anfang Juli sprach Pim, Pim ist Vaters Kosename, mit mir über das Untertauchen. Du weißt, Anne, dass wir seit einem Jahr Möbel, Kleider und Lebensmittel aus dem Haus schaffen. Wir wollen das nicht den Deutschen überlassen. Aber noch viel weniger wollen wir ihnen in die Hände fallen. Wir werden weggehen. Wir werden nicht warten, bis sie uns holen. Aber wohin gehen wir und wann? Mach dir darüber keine Sorgen. Das erfährst du früh genug. Genieß deine Freiheit, solange es noch möglich ist. Aber es war nicht mehr lange möglich. Wenig später bekam Margot eine Aufforderung, sich bei den Deutschen zu melden. Am darauffolgenden Tag standen wir sehr früh auf und zogen uns so dick an, als ob wir in einem Eisschrank übernachten sollten. Aber wir wollten doch möglichst viel Kleidung mitnehmen. Kein Jude konnte es wagen, mit einem Koffer auf die Straße zu gehen. So liefen wir durch strömenden Regen, jeder mit einer Aktentasche bis oben vollgestopft mit einem wüsten Durcheinander. Die Arbeiter, die früh zur Arbeit gingen, sahen uns mitleidig an. Der auffallend gelbe Stern sagte genug.
Unterwegs erfuhr ich, dass unser Versteck in Vaters ehemaligem Geschäftshaus in der Prinzengracht lag. Herr Kopys, Herr Kraler, Elli und Miep, alle wussten, dass wir kommen. Monatelang hatten sie unser Untertauchen vorbereitet, hatten Möbel, Kleidung und Lebensmittel dorthin gebracht. Mit uns sollten Herr und Frau van Daan und ihr Sohn Peter untertauchen. Im Haus in der Prinzengracht nahm uns Miep in Empfang. Wir liefen durch das Büro, eine Treppe hinauf und standen vor der kleinen Tür, die ins Hinterhaus führt. Kein Mensch könnte annehmen, dass sich hinter dieser einfachen, grau gestrichenen Tür so viele Räume verbergen. Ein schreckliches Durcheinander herrscht hier noch. Ach, das macht doch nichts mit. Wir kommen ja auch früher als geplant. Ja, wir haben Zeit. Zeit genug, um aufzuräumen. Ich gehe jetzt besser hinunter ins Büro. In der Mittagspause komme ich wieder herauf. Vielleicht können Sie mir dann schon sagen, was fehlt, was besorgt werden muss. Danke, Miep. Vielen Dank. Miep? Psst, Herr Frank. Ja? Bitte erinnern Sie Herrn Kopys an das Bücherbord. Ja, natürlich. Was für ein Bücherbord? Wir wollen vor der Tür zum Hinterhaus ein drehbares Bücherbord anbringen. Das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Pim, wo schlafen wir? Mutter und ich hier, du und Margot nebenan, Herr und Frau van Daan oben in dem großen Raum. Und Peter in der winzigen Kammer, die zum Speicher führt. Ist Peter nett? Oh, ist ein ruhiger, ein sehr freundlicher Junge. Ruhig und freundlich. Klingt ziemlich langweilig. Anne. Wenn die van Daans hier sind, wird es wie in einer kleinen Pension sein. Eine Pension mit sehr strengen Hausregeln, fürchte ich. Hausregeln? Was denn für Hausregeln? Erste und wichtigste Regel, leise sein. Wir können reden und uns auch bewegen, aber alles sehr, sehr leise. Man darf uns im Büro nicht hören. Aber da wissen doch alle, dass wir hier sind. Ja schon, aber in ein Büro kommen Kunden, Lieferanten, alle möglichen Leute. Ach so. Und außerdem darf man uns unten im Lager nicht hören. Dort weiß niemand, dass wir hier sind und das will ich auch nicht. Also, Anne, wütendes Türschlagen ist tunlichst zu vermeiden. Und abends? Nach Geschäftsschluss, wenn das Haus leer ist, da können wir uns frei bewegen, aber wir dürfen keinen Lärm machen, damit keine Geräusche in die Nebenhäuser dringen. Aber Licht. Licht dürfen wir doch anmachen. Ja, sicher, Anne. Wir werden die Fenster verdunkeln. Verdunkeln? Leise sein. Wir werden uns daran gewöhnen. Schneller, als du glaubst. Das ist ja nicht wunderbar, Anne. Denk daran, wie schlecht es den Menschen draußen geht. Das ist doch kein Trost. Anne. Das ist doch aber wirklich kein Trost, dass es anderen schlechter geht. Also mit dir ist nicht zu reden. Manchmal bist du noch ein richtiges Kind. Anne. Es wird für uns alle nicht leicht sein, so abgeschnitten von der Welt zu leben. Ich möchte, dass du dich mit Mutter verträgst. Ich will mich ja vertragen. Ich habe doch nur gesagt, was ich denke. Man kann nicht alles sagen, was einem durch den Kopf geht. Bitte, gib dir Mühe. Ich verspreche es, Pim. Schön. Die Glocke vom Westerturm. Du wirst sie noch oft hören, Anne. Sie schlägt alle Viertelstunde. Es ist 8:30 Uhr. Geschäftsbeginn. Denk daran, Anne. Leise sein. Pim. Was geschieht mit Miep und Elli? Mit Herrn Kopys und Herrn Kraler? Was geschieht mit ihnen, wenn die Deutschen uns finden? Sie werden uns nicht finden. Aber wenn? Dann geschieht ihnen dasselbe wie uns. Dann kommen Sie auch in ein Lager? Ja. Aber wir werden vorsichtig sein. Und Sie werden uns nicht finden. Hab keine Angst, Anne. Ich hab keine Angst. Das stimmt nicht. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass Sie uns holen und erschießen. Manchmal habe ich solche Angst, dass mir schlecht wird. Unsere Beschützer sind immer vergnügt, wenn sie uns besuchen kommen. Als ob sie keine Sorgen, keine Angst hätten. Wie ist das nur möglich? Freitag
21. August 1942. Seit einiger Zeit sind die Van Daans im Hinterhaus. Ich hatte mich auf sie gefreut. Die Stille im Haus hatte mich nervös gemacht. Ich hatte gedacht, es wird gemütlicher, wenn sie da sind. Aber das ist es ganz und gar nicht. Peter ist 16, also 3 Jahre älter als ich. Er ist ein verschlossener Junge, der sich nur für seine Katze interessiert, die er den ganzen Tag mit sich herumschleppt. Herr und Frau Van Daan sind unausstehlich. Sie zanken sich wegen jeder Kleinigkeit. Eigentlich müsste man sich daran gewöhnen. Aber das geht nicht, wenn sich die Diskussionen, so nennt man das hier anstatt Krach, um mich drehen. Da bleibt aber auch kein gutes Haar an mir. Mein Auftreten, mein Charakter, mein Benehmen, alles wird bekrittelt und verurteilt. Ich weiß ganz gut, dass ich viele Schwächen und Fehler habe. Aber so frech, störrisch und naseweiß, wie die behaupten, bin ich nicht. Mit Mutter geht es auch nicht gut. Immer hat sie etwas an mir auszusetzen. Immer heißt es, nimm dir ein Beispiel an Margot. Margot ist aber auch die Güte und Freundlichkeit in Person. Lesen und lernen, das ist die beste Ablenkung. Miep ist ein richtiger Packesel. Sie schleppt nicht nur Lebensmittel, sondern zum Glück auch Bücher heran. Nur das Algebra-Buch hätte sie besser nicht besorgt. Ich kann Algebra nicht ausstehen. Irgendwann werde ich das Ding zerreißen. Der wichtigste Gegenstand im Hinterhaus ist das Radio. So oft wie möglich hören wir die Nachrichten der BBC, des englischen Senders. Abends liest Vater mit uns die Dramen von Goethe und Schiller. Wir haben mit Don Carlos begonnen. Die Nächte sind manchmal schlimmer als die Tage. Man hört Schießen, das Poltern von Lastwagen, laute Stimmen. Wenn meine Angst zu groß wird, laufe ich zu Pim. Pim, Pim. Ruhig, Kleines. Hast du gehört? Sie haben geschossen und... Bitte beruhige dich doch. Warum tun sie das nur? Warum nur? Hab keine Angst, Anne. Ich schäme mich so, dass ich solche Angst habe. Ich muss doch endlich erwachsen werden. Auch Erwachsene haben manchmal Angst. Das gibt sich wieder. Das glaube ich nicht. Du verstehst mich. Mama versteht mich überhaupt nicht. Anne. Immer mäkelt sie an mir herum. Alles mache ich falsch. Jetzt bist du ungerecht, Anne. Vielleicht bin ich wirklich ungerecht. Aber warum muss Mutter mich wie ein Baby behandeln? Ich will allein gut werden. Ohne Reden und ohne Vorbilder. Nur so werde ich stärker und unabhängig. Wer sonst als ich wird dieses Tagebuch lesen? Wer sonst als ich wird mich trösten? Montag, 9. November 1942. Die Nachrichten, die von draußen hereindringen, sind traurig und deprimierend. Viele unserer jüdischen Freunde werden abgeholt. Man bringt sie meist in Viehwagen in das große Barackenlager Westerbork. Dort muss es grauenhaft sein. Für tausende von Menschen gibt es zu wenig Waschgelegenheiten, zu wenig Toiletten, zu wenig Schlafplätze. Wenn es hier in Holland so schlimm ist, wie furchtbar wird es erst dort in der Ferne sein? In Polen, in Russland, wohin sie verschickt werden? Der englische Sender berichtet, dass die Menschen dort umgebracht werden. Niemand weiß, was im Osten wirklich vorgeht. Es ist unvorstellbar. Die Deutschen sagen, sie schicken die Menschen zum Arbeitseinsatz. Was die Deutschen sagen? Miep. Viele halten die Nachrichten des englischen Senders für übertrieben. Ich nicht. Es ist unvorstellbar. Aber es ist wahr. Aber die Juden selbst glauben es nicht. Viele glauben es nicht. Sie wollen es nicht glauben. Sie können es nicht glauben. Wie kann man so etwas glauben, wenn man nicht weiß, wie man dem entgehen kann? Warum tauchen sie nicht unter?
Warum verstecken Sie sich nicht? Die Niederlande sind ein flaches Land. Ein Land ohne Berge, ohne Höhlen, ohne dichte Wälder. Nicht alle haben ein solches Glück wie wir. Miep, was halten Sie davon, wenn wir noch einen Menschen im Hinterhaus aufnehmen? Ja, natürlich. Vorausgesetzt, Herr Kopüs und Herr Krahler sind einverstanden. Aber was sollten Sie dagegen haben? Die Gefahr ist die gleiche. Für 7 oder für 8. Lies! Wäre das schön, wenn Lies hier wäre. Lies ist meine beste Freundin. Ich weiß nicht. Lies Eltern würden sie nie allein gehen lassen. Und die ganze Familie... Das ist ausgeschlossen. Es kommt nur ein alleinstehender Mensch in Frage. Ich dachte an Herrn Düssel, den Zahnarzt. Herr Düssel? Ja, er ist sehr sympathisch. Soll gut mit Kindern umgehen können. Wo könnte er schlafen? Es gibt da eine Möglichkeit. Margot zieht zu uns und du, Anne, teilst dir das Zimmer mit Herrn Düssel. Ja, ich weiß, dass es nicht sehr angenehm für dich ist, in einem so kleinen Zimmer mit einem fremden Menschen zu wohnen. Aber wenn es um ein Menschenleben geht, darf das keine Rolle spielen. Damit hat Pim natürlich recht. Margot und ich bereiten alles vor für unseren neuen Untertaucher. Miep, die Herrn Düssel gut kennt, wird alles regeln. Freitag, 20. November 1942. Es hat geklappt. Unser 8. Mitbewohner ist da. Herr Düssel hatte keine Ahnung, wo und bei wem er untertauchen würde. Er war sehr verwirrt, als er uns sah. Otto Frank? Sie hier? Mit Ihrer ganzen Familie? Ich dachte, Sie wären über Belgien in die Schweiz. Man fand in Ihrer Wohnung belgische Adressen und Schweizer. Überall hieß es, Sie wären entkommen. Das war beabsichtigt. Wir wollten vermeiden, dass man nach uns sucht. Und Sie leben hier seit einem halben Jahr? Ja, mit der Familie van Daan. Es ist nicht zu fassen. Mitten in Amsterdam? Ich bin Ihnen sehr dankbar. Ich fürchte, Sie werden es nicht sehr bequem bei uns haben. Bequem? Oh, mein Gott, bequem. Ich bin untergetaucht. Bin in Sicherheit. Es ist sehr schlimm draußen. Schlimm? Es ist... Sie jagen uns. Sie riegeln ganze Häuserblocks ab. Nehmen jeden mit, der gerade da ist. Willkürlich. Kinder finden ihre Eltern nicht mehr. Eltern suchen ihre Kinder. Oder sie gehen gezielt vor nach Listen. Manchmal kann man sie bestechen, aber das ist nur ein Aufschub. Niemand ist mehr sicher. Nirgends. Es ist wie eine Sklavenjagd in früherer Zeit. Ich sehe es oft im Geist vor mir. Gute und unschuldige Menschen. Kommandiert, geschlagen, gepeinigt und vorwärts getrieben. Bei allem, was ich tue, muss ich an sie denken. Und wenn ich lache, höre ich erschrocken wieder auf. Zu diesen Verrücktheiten ist noch eine andere gekommen. Aber dies von persönlicher Art. Ich fühle mich in der letzten Zeit so verlassen. Eine zu große Last liegt auf meinen Schultern. Wenn es nur einen Menschen gäbe, mit dem ich richtig reden könnte. Pim ist immer noch der Beste, aber auch für ihn bin ich das Kind, nicht der Mensch, Anne. Samstag, 27. Februar 1943. Draußen sterben Tausende und wir sitzen hier ruhig und sicher. Ich weiß, es ist undankbar, wenn ich mich beklage, aber das Leben im Hinterhaus wird immer schwieriger. Düssel ist ein Pedant und Kleinkrämer. Leider fühlt er sich auch noch berufen, mich zu erziehen. Das ginge noch, wenn er nicht eine solche Petze wäre und mit jeder Kleinigkeit zur Mutter liefe, die dann auch noch ihren Senf dazu gibt. Wenn ich Glück habe, mischen sich dann noch die Vandans ein. Warum können sie mich nicht alle in Ruhe lassen? Den ganzen Tag höre ich, dass ich eine unausstehliche Person bin. Und so sehr ich auch darüber zu lachen versuche,
Es trifft mich doch. Ich weiß, dass ich manchmal eklig bin. Ich will mich ja auch ändern. Aber ich kann nicht schlecht sein. Ich fühle das. Wenn man doch nur einmal eine Tür zu schlagen, mit den Füßen trampeln oder schreien könnte. Wenn man doch nur einmal hinaus könnte. Einmal im Freien herumlaufen. Jede Nacht dröhnen englische Bomber über uns hinweg, um ihren Bombenregen in Deutschland abzuwerfen. Man hört das Schießen der Flak, es gibt Abstürze und Brände. Und immer wieder wird nachts in den Straßen geschossen. Leider habe ich immer noch solche Angst, dass ich dann zu Pim laufen muss. Mittwoch, 4. August 1943. Über ein Jahr leben wir jetzt schon im Hinterhaus. Die Stimmung wird immer gereizter. Jeder bekommt mit jedem Krach. Manchmal weiß man gar nicht, wer gerade mit wem verzankt ist. Aber ist das ein Wunder, wenn 8 Menschen so dicht zusammengedrängt leben müssen? Die Versorgung mit Lebensmitteln wird auch immer schwieriger. In den ganzen Niederlanden wird gehungert. Mieb erzählt, dass es in Amsterdam viele bettelnde Kinder gibt. Viele Jugendliche, die einbrechen und stehlen. Auf unserem Speisezettel stehen Bohnen und Kartoffeln, Kartoffeln und Bohnen, ab und an Spinat, ab und an ein bisschen Fett. Die Folge davon ist, dass die Van Daans und Düssel unentwegt über das Essen reden, als ob es davon besser würde. Das zweite große Thema im Hinterhaus ist die Politik. Jeden Abend hocken wir vor dem Radio und hören die Nachrichten des englischen Senders. Die Deutschen verlieren. Die Russen treiben sie immer weiter nach Westen. Die Engländer werfen sie aus Afrika raus. Großartig. Ihr werdet sehen, es dauert nicht mehr lange. Es kann gar nicht mehr lange dauern. Wenn nur endlich die Engländer und Amerikaner in Frankreich landen. Wenn endlich die Invasion käme. Die Invasion. Ganz Amsterdam. Das ganze Land spricht von nichts anderem. Es wird aber auch Zeit. Höchste Zeit. Es gibt immer mehr Untergetauchte. Inzwischen auch viele Christen. Christen? Sicher, Anne. Leute des Widerstands, die gefährdet sind. Und all die jungen Niederländer, die sich nicht nach Deutschland zur Arbeit verschicken lassen wollen. In der nächsten Zeit werden die Deutschen allerdings einige Mühe haben, die Menschen aufzuspüren. Wieso? Eine Gruppe des Widerstands hat das Einwohnermeldeamt angezündet. Die Feuerwehr hat sich viel Zeit gelassen, bis sie gekommen ist. Und als sie endlich da war, haben sie sehr gründlich gelöscht. So gründlich, dass nichts mehr zu entziffern war. Was täten wir ohne Mieb? Ohne unsere Beschützer? Nie lassen sie uns spüren, welche Last wir ihnen sind. Und das sind wir. Immer versuchen sie, uns zu trösten, uns Mut zu machen. Samstag, 27. November 1943. Vor einiger Zeit habe ich, hinter dem Vorhang spähend, 2 Juden auf der Straße gesehen. Das war ein eigenartiges Gefühl. So, als hätte ich sie verraten und säße hier, um ihrem Unglück nachzuspüren. Gestern Abend vor dem Einschlafen sah ich im Geist plötzlich Lies. Sie stand vor mir mit magerem, eingefallenem Gesicht und großen, traurigen Augen, als wollte sie sagen: Hilf mir doch. Rette mich aus dieser Hölle. Lies, wo bist du? Was tust du? Lieber Gott, hilf ihr, dass sie nicht ganz allein ist. Immer sehe ich mich an deiner Stelle, Lies. Warum bin ich dann noch so oft unglücklich über die Zustände hier? Ich sehe uns 8 im Hinterhaus wie auf einer Insel, umgeben von schweren, dunklen Wolken. Die Wolken werden immer dichter. Der Ring, der uns von der Gefahr trennt, wird immer enger. Schließlich sind wir so in Dunkelheit eingehüllt, dass wir in dem verzweifelten Wunsch, uns zu befreien, aneinander geraten. Immer wieder aneinander geraten. Wann werden wir wieder hinaus dürfen, in die Freiheit? Wann kommt die Invasion? Wann?
Montag, 14. Februar 1944. Ein Wunder ist geschehen. Der ruhige, verschlossene Peter hat einen Wutanfall bekommen. Er war so aufgeregt, dass er es mir gleich erzählen musste. Ich habe am Radio gehört, eine Musiksendung und Dussler Daun am Apparat rumgedreht. Da bin ich geplatzt, richtig geplatzt. Mensch, Peter, prima. Am liebsten hätte ich mir eine gelangt, weißt du, ich kann nicht so gut drehen. Ich fange an zu stottern. Oder sag was ganz anderes, als ich eigentlich sagen wollte. Du kannst das viel besser. Ach wo? Du bist nie verlegen. Du sagst immer, was du denkst. Ich sag auch oft etwas, was ich gar nicht sagen wollte. Und außerdem rede ich viel zu viel und viel zu lang. Und meistens das Falsche. Irgendetwas Ungehöriges und schon ist der schönste Krach im Gang. Ich find's trotzdem gut, dass du deine Meinung sagst. Die Erwachsenen nicht. Kaum mache ich den Mund auf, heißt es, davon verstehst du nichts, dazu bist du noch zu jung. Das kannst du noch nicht beurteilen. Als ob sie alles wüssten. Als ob ich keine eigene Meinung haben dürfte. Wir sind doch keine Kinder mehr. Sie sind eben schrecklich nervös. Wir doch auch. Sie glauben, es wäre viel schwerer für Sie. Wieso eigentlich? Für uns ist es doch auch schwer. Draußen geht alles kaputt, wird alles zerstört. Und wir? Wir sitzen hier eingesperrt, seit 1,5 Jahren, und warten. Wenn es nur bald zu Ende wäre. So oder so. Manchmal ist es mir schon ganz gleich, ob sie uns holen. Hauptsache, es hat ein Ende. Nein. Nein, Peter. Die Deutschen werden den Krieg verlieren. Wir werden frei sein und wieder Menschen sein, nicht nur Juden. Manchmal stelle ich mir vor, wie ich dann über Wiesen laufe, über Felder, den Wind spüre und die Sonne. Früher wusste ich gar nicht, wie schön das alles ist. Komm, ich zeig dir was. Was? Mein Lieblingsplatz, auf dem Speicher. Aber das sind so viele Ratten. Die verschwinden, wenn man sie scheucht. Es ist schön auf dem Speicher. Wenn man auf dem Fußboden sitzt, sieht man durch das Speicherfenster ein Stück blauen Himmel. Und einen kahlen Kastanienbaum, an dessen Zweigen kleine Tropfen schillern. Und Möwen. Dienstag, 11. April 1944. In meinem Kopf hämmert es. Ich weiß gar nicht, wo anfangen. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag hörten wir plötzlich einen fürchterlichen Krach im Haus. Wir waren sofort wach. Jeder dachte dasselbe. Jetzt kommen sie. Wir hockten alle 8 oben in dem Zimmer der Fandans, trauten uns nicht zu bewegen, nicht zu reden, kaum zu atmen. Aber nichts geschah, es blieb still. Pim und Fandan beschlossen, runterzugehen, um nachzusehen, was passiert war. Wenig später waren die beiden wieder da, sehr blass und sehr nervös. Sie hatten im Lager unten Einbrecher überrascht. Ohne zu überlegen, schrie Fandan, Polizei! Worauf die Einbrecher flüchteten. Um zu vermeiden, dass eine Polizeistreife die beschädigte Lagertür bemerkt, versuchten die beiden, den Schaden notdürftig mit einem Brett zu beheben. In diesem Moment tauchte draußen eine Gestalt auf. Der grelle Schein einer Taschenlampe beleuchtete den ganzen Raum. Pim und Fandan flüchteten ins Hinterhaus. Wieder saßen wir im Stockfinstern, rührten uns nicht, sprachen nicht, hörten nur das Atmen jedes Einzelnen. Es war die längste und schlimmste Nacht meines Lebens. Endlich dämmerte der Morgen. Wir müssen etwas unternehmen. Um Himmels Willen, nein. Wir bleiben, wo wir sind. Es ist Sonntag, also wird niemand ins Büro kommen. Na dann warten
wir eben bis Montag. Bis dahin wird irgendjemand den Einbruch entdecken und uns die Polizei ins Haus schicken. Die Tür muss repariert werden, so schnell wie möglich. Vielleicht ist die Polizei schon im Haus. Vielleicht warten sie nur auf uns. Reden Sie keinen Unsinn, Herr Düssel. Aber was willst du tun? Ich werde vom Büro aus Miep anrufen oder Herrn Kopüs. Nein, geh nicht, Pim, bitte. Zur Aufregung. Es ist alles in Ordnung. Wieso sind Sie hier? Woher wussten Sie? Der Gemüsemann an der Ecke hat gestern Abend zwei Einbrecher unten im Lager überrascht. Klugerweise hat er mich und nicht die Polizei verständigt. Weiß er etwa, dass wir hier sind? Er weiß gar nichts. Er ahnt etwas. Aber... Er ist absolut zuverlässig, Herr Düssel. Er versorgt viele Untergetauchte mit Lebensmitteln. Ohne ihn wüssten wir manchmal nicht weiter. Dann war er also der Mann mit der Taschenlampe. Wieso? Waren Sie im Lager? Es war ein solcher Lärm. Und dann diese Stille. Die Warterei war unerträglich. Aber Herr Frank... Ich weiß, Miep. Ich weiß es ja. War sehr unvorsichtig. Immer wieder werden wir daran erinnert, dass wir untergetauchte, in Ketten gelegte Juden sind. Wer hat uns all dieses Unglück bereitet? Warum? Wer lässt es zu, dass wir so leiden müssen? Aber wir dürfen nicht verzweifeln. Wir müssen geduldig sein und stark und mutig. Samstag, 13. Mai 1944. Trotz Hunger, trotz der schlechten Stimmung im Hinterhaus, bin ich jetzt glücklicher als vor ein paar Wochen. Das liegt an Peter. Er ist lieb und gut. Und ich kann mit ihm über alles reden. Wir sind so viel wie möglich zusammen. Was den Erwachsenen natürlich nicht passt. Meistens hocken wir auf dem Speicher, dicht beieinander. Und bewundern unsere Kastanie, die in voller Blüte steht. Es ist so schön draußen. Warum nur gibt es Kriege? Warum können die Menschen nicht friedlich miteinander leben? Warum müssen Menschen hungern, wenn in anderen Weltteilen Nahrungsmittel verkommen? Warum sind die Menschen so dumm? Dienstag, 6. Juni 1944. Das Hinterhaus ist im Freudentaumel. Die Invasion hat begonnen. Die Engländer und Amerikaner landen an der französischen Küste. Soll denn nun wirklich die lang ersehnte Befreiung nahen? Die Befreiung, von der so viel gesprochen wurde, die aber doch zu schön ist, zu märchenhaft, um jemals Wirklichkeit zu werden? Wird uns dieses Jahr 1944 den Sieg bringen? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass da Freunde kommen. Das ist das Schönste. Du, Peter, vielleicht können wir im Herbst schon wieder zur Schule gehen. Schule? Ich verstehe dich nicht. Du, Margot und ich, wir haben die Möglichkeit zu lernen. Die hat doch nicht jeder. Ich will nur raus. Raus aus diesem Land. Ich will auch Paris sehen. Und London. Aber ich will studieren. Ich will nicht nur Mutter und Hausfrau sein. Ich will einen Beruf haben. Vielleicht Journalistin. Oder Schriftstellerin. Du weißt genau, was du willst. Du setzt es auch durch. Du bist viel stärker als ich. Ich habe immer so viel Angst. Das hat nichts damit zu tun. Du bist trotzdem stärker. Nein. Peter, du bist genauso stark. Du musst es nur wollen. Du musst daran glauben.
Du musst es dir zutrauen. Wenn Peter nur mehr Vertrauen zu sich hätte. Wenn er nur an irgendetwas wirklich glauben würde. Samstag, 15. Juli 1944. Ganz Europa ist ein Schlachtfeld. Überall herrscht Tod, Elend und Unglück. Auch in Deutschland. Ich sehe, wie die Welt mehr und mehr in eine Wüste verwandelt wird. Ich höre immer stärker den anrollenden Donner, der auch uns töten wird. Ich fühle das Leid von Millionen Menschen mit. Und doch, wenn ich nach dem Himmel schaue, denke ich, dass alles sich wieder zum Guten wenden wird. Dass auch diese Härte ein Ende haben muss. Es ist ein Wunder, dass ich all meine Hoffnung, meine Träume, meine Ideale noch nicht aufgegeben habe. Denn sie erscheinen so sinnlos, so unerfüllbar. Doch ich halte daran fest, trotz allem, weil ich noch immer an das Gute im Menschen glaube. Weil ich noch immer an das Gute im Menschen glaube. Das ist schwer, Anne. Das ist manchmal so schwer. Damals, als die Deutschen euch holten, brach alles zusammen, all die Hoffnungen. Ihr wart ganz ruhig und so blass. Ich ging in das leere Hinterhaus hinauf. Dort fand ich dein Tagebuch. Auf dem Fußboden. Ich habe es nicht gelesen, Anne. Ich habe es aufbewahrt. Und dann haben wir gewartet. Dein Vater kam zurück. Als einziger. Als einziger von euch allen. Erst als ich wusste, dass du in Bergen-Belsen gestorben bist, einem Lager irgendwo im Norden Deutschlands. Da erst gab ich deinem Vater das Tagebuch. Oh, wäre die Zeit nur gekommen, in der die Menschen einander gut sind. In dem Bewusstsein, dass sie doch alle gleich sind und alle irdischen Dinge nur vergänglich. Wie herrlich ist es, dass niemand eine Minute zu warten braucht, um damit zu beginnen, die Welt langsam zu ändern.